Ich bin so stark wie meine Worte, denn die Worte hängen mit unserem Denken zusammen und das Denken hängt mit unserem Fühlen zusammen. Und das ist alles wenn das alles schön im Einklang ist, dann bin ich auch mit mir im Einklang. Herzlich willkommen zur Serie Die Kraft der achtsamen Sprache. Ja, ich sitze hier heute mit der Maria Seifried von der Friedensquelle in Frankfurt am Main. Mein Name ist Andrea Loh, ja, und wir geben heute zusammen ein kleines Einführungsgespräch quasi in das Thema Die Kraft der achtsamen Sprache. Liebe Maria, stell dich doch bitte mal vor. Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Maria Seifried von der Friedensquelle in Frankfurt. Ich habe die Friedensquelle 2012 gegründet. Sie ist eine Begegnungsstätte für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und zwar biete ich hier Meditationsabende an und Filmabende mit anschließenden Diskussionen sowie Einzelcoachings in der Kraft der achtsamen und wertschätzend friedvollen Sprache. Ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich jetzt die Seminare, die ich in der Sprache früher in der Friedensquelle gehalten habe, jetzt mit einer großen Menschenmenge teilen will, dass alle die Erfahrungen auch wirklich fruchtbar für die anderen sind. Was genau bewirkt denn achtsame Sprache? Ja, achtsame Sprache bewirkt, dass wir klarer werden mit unserer Ausdrucksform, dass wir klarer kommunizieren mit unserem Gegenüber, dass wir mehr Frieden in uns selbst bekommen und dass wir viel achtsamer auch mit uns selbst sprechen und mit unserem Umfeld. Und wie ist die achtsame Sprache in dein Leben gekommen? Ja, die achtsame Sprache ist in mein Leben gekommen. Ich war auf vielen Seminaren und Weiterentwicklungsseminaren und alles Mögliche und habe dann bei mir selbst erkannt, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo mir noch was gefehlt hat. Es hat noch eine Kraft in mir gefehlt. Ich habe mich einfach noch nicht richtig kraftvoll gefühlt. Dann habe ich mal wieder kommuniziert mit meinem Inneren und bin dann in einen Buchladen geschickt worden, kann ich ruhig so sagen. Und da sind mir zwei Bücher über die Kraft der Sprache in die Hände gefallen. Und ich habe dann beide Bücher intensiv gelesen und habe dann für mich erkannt, da gibt es noch was in der Sprache, was ich noch lernen kann. Und habe mich dann anschließend gleich zum Kurs angemeldet und bin dann dran geblieben, habe die Ausbildung erst zur Fachdozentin gemacht und dann noch zur Dozentin für eine bewusste, wertschätzende und friedvolle Sprache. Und kannst du uns an der Stelle mal ein Beispiel geben, ein Beispiel quasi für Sprache, wenn sie nicht kraftvoll ist, und dann mal damit die Zuschauer auch mal fühlen können, was der Unterschied ist? Ja, also außer das Fitness mit den Gewichten kann ich auch ein Fitness machen mit meiner Sprache, nämlich mit kraftvollen Worten. Das heißt, wenn ich sage, es gibt eine Sprache, die stärkt und eine Sprache, die schwächt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mal wieder Sport machen, da weiß keiner, was ich will, da weiß keiner, was ich überhaupt vorhabe. Und wenn ich das stattdessen sage, ich will gerne Sport machen und morgen beginne ich, dann ist eine ganz andere Kraft dahinter. Und das ist das, was ich mit Ihnen teilen will, dass Sie den Unterschied spüren, wann eine Sprache mich schwach macht und wann eine Sprache oder die Wörter mich stärken. Ja, und du sagst ja auch, du bist so stark wie deine Worte. Oh ja, das ist ein ganz, ganz kraftvoller Spruch. Ich bin so stark wie meine Worte, denn die Worte hängen mit unserem Denken zusammen und das Denken hängt mit unserem Fühlen zusammen. Und das ist alles, wenn das alles schön im Einklang ist, dann bin ich auch mit mir im Einklang. Genau, und genau das finde ich auch so wichtig, was du da gerade sagst, dass das alles miteinander natürlich verbunden ist und die Gedanken, die wir selbst in uns haben, die sind ja wie ein ständiges Selbstgespräch. Ja. Und wenn wir da auch unklar mit uns selbst reden, unachtsam, und da werden wir ja noch weiter einsteigen, was genau das bedeutet, dann ist das natürlich auch klar, dass das nach draußen unser Wirken auch unklar ist. Richtig, richtig. Was hat das denn für Auswirkungen auch auf den Körper? Wir waren gerade schon bei dem Thema Sport und du bist ja auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, ist ja für dich auch das Thema Gesundheit. Wo ist denn da die Verbindung zwischen dem Körper und der Kraft der achtsamen Sprache? Ja, es gibt viele Menschen, die auch unachtsam mit ihrem Körper sprechen oder auch schlecht über sich sprechen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und da werden wir in einem separaten Video ganz direkt darauf ansprechen, was da alles für Floskeln gibt, die wir einfach so übernommen haben. Denn unsere Sprache übernehmen wir ja von unseren
von unseren Eltern oder von unserem Umfeld. Und wir werden darin geprägt in den ersten 7 Jahren. Und wenn wir dann nicht merken, dass wir mit unserer Sprache uns weiterentwickeln können, dann bleiben wir da stehen, was wir damals gelernt haben. Und das ist einfach ein Weckruf an alle, dass wir jetzt mal beginnen, was wir mit unserer Sprache alles für Chancen haben. Ja, und ich glaube, was da auch schon deutlich wird, ist die Wirkungsbereiche der Sprache, wo die überall sind, weil es ist auf den Körper, es ist im privaten Umfeld, wie aber auch im beruflichen Umfeld. Genau. Es hat so viele Wirkungsebenen und das können wir an der Stelle auch verraten. Es ist ja hier eine Videoserie von insgesamt 6 Videos. Richtig. Die dauern alle so circa 10 Minuten. Das heißt, ich sag mal Fitnessstudio, es ist eine Stunde ganz tolle Informationen und auf den Punkt gebrachte Darstellung, welche kleinen Kniffe es braucht, um eine große Auswirkung zu haben, die sich im ganzen Leben widerspiegelt. Ja, und das Schöne ist, dass ihr alles, was ihr in dieser Videoreihe von mir mitgeteilt bekommt und was ihr dann auch auf den Flipcharts nachlesen könnt, dass ihr das sofort in euren Alltag umsetzen könnt, in der Familie, im Büro, mit den Nachbarn. Also das könnt ihr richtig gleich leben und anwenden und euch immer wieder freuen, wenn euch was gelungen ist. Genau, und dazu wirst du auch immer wieder anhalten, gibt es immer wieder praktische Beispiele, richtig, Ideen, Impulse, also da dürft ihr euch wirklich drauf freuen. Ja. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ein wunderschönes Buch, was ich auch gelesen habe und bei mir, das darf ich an der Stelle sagen, es ist wirklich ein sehr unterstrichenes Arbeitsbuch geworden, weil da so viele wichtige Erkenntnisse aus deiner Lebensgeschichte, auch aus deiner Lerngeschichte drinstehen. Das Buch heißt, ich erschaffe mich selbst und lasse mich führen. Mhm. Und in diesem Buch bezeichnest du Sprache als, auch als goldenen Schlüssel für den Wandel. Was meinst du damit? Ja, weil also für mich ist Sprache ein goldener Schlüssel für den Wandel, da ich wirklich bei mir selbst erkannt habe, wie ich mich gewandelt habe, durch das, dass ich jetzt gelernt habe, auf das, was ich euch in den Videos alles rüberbringe, zu achten und immer wieder zu üben und dran zu bleiben. Dass ich selbst, wenn ich auch wieder mehr von mir spreche, von ich spreche, dass ich meine eigene Verantwortung wieder übernehme und mich eben nicht mehr fremdbestimmt lasse und dass ich damit so viel Handlungsbedarf habe mit diesem goldenen Schlüssel. Und diesen goldenen Schlüssel nutzt du ja auch in deinen Einzelcoachings. Richtig. Was merkst du da für Veränderungen mit deinen Klienten, wenn du die achtsame Sprache mit einfließen lässt? Ja, also ich habe gemerkt bei meinen Klienten, dass ganz, ganz viele Menschen noch in den Negationen unterwegs sind, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wollen. Sie verneinen alles. Und das ist mir einfach aufgefallen und deshalb habe ich auch noch ein Video drinnen mit den ganzen Negationen, um euch dafür sensibel zu machen. Ja, wunderbar. Was würdest du jetzt den Zuschauern raten, als ersten Schritt quasi zu gehen, um diese achtsame Sprache in ihr Leben zu holen? Ja, einfach. Ich hoffe, dass ich mit dem Erklärvideos hier schon einiges bewirkt habe bei euch, dass ihr einfach die Videoreihe euch einfach mal anschaut und das euch rauszieht, was ihr für euer eigenes Leben braucht. Denn nicht alle 5 Videos sind für jeden gedacht, sondern, ach, da kann ich noch was lernen, da kann ich noch was lernen, dass ihr genau das, was ihr braucht, euch aus dieser Videoserie rauszieht. Ja, wunderbar. An der Stelle, du hast uns ja einen ganz wertvollen Text mitgebracht. Oh ja, genau. Dann will ich euch noch zum Abschluss von diesem Einführungsvideo mitgeben. Und zwar, die Zukunft gehört dir. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Wörter. Achte auf deine Wörter, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, das sind ganz weise Worte und die können wir uns immer wieder verinnerlichen. Da steckt so viel Kraft dahinter. Ich kenne leider die Quelleangabe nicht. Sie werden immer wieder zitiert. Nur diese Worte sich immer wieder mal zu verinnerlichen, ist was ganz, ganz Wertvolles. Ja, ja, und da merkt man an der Stelle halt, wie wichtig die Wörter sind, die Gedanken und wie das alles miteinander verbunden ist. Und genau, um euch einen Einblick zu geben, was euch in den nächsten Videos erwartet, hier mal ein paar Stichpunkte. Wir werden uns dem Thema Druck und Hetze
widmen und welche Wörter da mal muss kommen. Und schnell, ja. Kennt ihr vielleicht alle, genau. Also ich glaube, da klingelt es bei einigen. Mhm. Und da dürft ihr euch drauf freuen. Wir werden uns um das wunderschöne, um mehrere Füllwörter kümmern. Oh, ja, das ist da auch ein wunderschönes Thema. Eigentlich wäre eventuell. Das mal, genau. Mhm. Genau. Das wird auch ein Thema sein. Wir werden fasten, und zwar aber fasten mit euch, zumindest euch den Impuls geben. Genau. Und vieles mehr. Und vieles mehr. Und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt in dieser Videoserie und dass ihr mitmacht und auch die Chance nutzt, die ihr jetzt geboten bekommt, euch eine kraftvolle und wertschätzende Sprache anzueignen. Wunderbar. Ja. Vielen Dank dir, liebe Maria. Ich danke dir, liebe Andrea. Und wir freuen uns, mit euch den Weg zu gehen. Genau. Bis bald. Tschüss. Ciao.